Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tropico 6. Viva el Presidente, viva el Tropico. Oh, das Wetter wird schlechter, wie es aussieht. Nach dem Restart quasi geht's jetzt direkt weiter. Wir versuchen uns wieder aufzurappeln und das Ganze jetzt hier mal vernünftig über die Bühne zu bekommen. Mit der Erfahrung aus den vorherigen Versuch. Das passiert leider immer wieder. Wird immer wieder passieren. Solche kleinen Rückschläge lassen sich nicht vermeiden. Das ist halt so bei Tropico. Ja, können wir dich hier noch rum? Ah, schade. Können wir dich nicht da lang fahren? Na gut, dann machen wir es anders. Dann bauen wir jetzt hier ein schönes Eck mit auf. Setzen jetzt ein bisschen auch auf, ganz klipp und klar gesagt, auf das wird da nicht gehen. Setzt jetzt ein bisschen mit auf Schönheit, damit unsere Leutchen hier gar nicht irgendwie auf blöde Ideen kommen. Weil hier ist schon wieder echt unschön. Hier hinten auch. Ganz üble Gegend. Geht gar nicht. Da müssen wir nochmal ran. Mal gucken, ob wir das hier noch irgendwie hinkriegen. Kriege ich hier fast nicht rein. Ah, müssen wir echt was tun für die Schönheit, ne? Das ist eine üble Gegend. Hier hinten ist auch kacke. Kriegen wir auch nicht hin. Hier ist... Ja, hier geht es. Einigermaßen. Ja, fast gut wieder. Aber hier ist übel. Das ist nicht gut. Da müssen wir was tun. Da brauchen wir mal einen größeren Park oder sowas. Eine größere Parkanlage. Ja, auch, ne? Hier hinten ist auch unschön, unschöne Ecke überall. Könnten wir das da hinbauen, könnten wir es gut im Griff haben. Aber so... Ja, das ist ein bisschen doof. Ja, bringt das ein bisschen was? Ja, dann nicht. So, machen wir hier auch mal was rein. Hoppa. Geht nicht. Bringt fast gar nichts, ne, wenn wir das hier reinknüppeln. Ist echt übel. Ist halt so eine richtige blöde Ecke. Drehen wir mal. Hier wird es wieder besser. Man, da ist frei. Dum. Hallo, was war das denn? Das war so nicht geplant. Das wollte ich nämlich so nicht. Ich wollte nur darüber hier anklippen. Und dann hier lang. Versuchen jetzt ein bisschen optimaler zu bauen. Aber es wird schwer. Kriegen wir da noch was hin? Da geht's nicht. Warum können wir da nicht anklippen? Da will er auch nicht. Okay, diese Ecke hier scheint nicht so prickelnd zu sein. Das geht nicht. Platz bereits belegt. Ja, versuchen das halt ein bisschen in den Griff zu kriegen, aber ist echt heftig. Erhöht die Schönheit in der Nähe. Ja, mal ein bisschen... Okay, warte mal kurz, da kriegen wir ja auch die hier hin. Bop, bop, bop.
So, versuchen es ein bisschen in den Griff zu kriegen, aber... Deswegen wird es nicht viel besser. Da geht's nicht. Können wir auch ein bisschen was hinsetzen. Wie gesagt, es wird nicht unbedingt viel, viel besser werden hier. Ne? Das ist... ist halt keine so schöne Gegend. Ja, dann ziehen wir hier lang und dann bauen wir hier jetzt auf jeden Fall auch nochmal was hin. Weltwunder wäre auch eine geile Idee. So, okay. Bauen wir mal hin. Wobei das hier ist, glaube ich, nicht so gut. Parkplatz. Okay, das ist groß. Das ist immer... Ah, kostet halt alles ein bisschen Kohle. Aber bau das mal weg. Dann machen wir hier mal eine Baracke mit hin. Kanal Uno! Mehr als nur El Presidentes Lieblingssender! Wir... was steht da? Wir lieben Präsidente von ganzem Herzen. Ja, nee, ist klar. Mann, nee, ist nicht gut. Das lassen wir nochmal. Wir müssten mal so eine Rettungsmission machen. Glaube ich. Und zwar retten Gebildete. Nur Gebildete. Und dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch haben können. Stonehenge lässt um das Monument Bäume wachsen, erhöht die Renaturisierungsraten mit der Umweltverschmutzung im Laufe der Zeit. Das ist gut. Bürger können nicht mehr fanatische Bücher hinführen, eher zu gleichgültigen oder gemäßigten politischen Ansichten. Erhöht ein Tourismusindex, bietet Spaß für besuchende Bürger und Touristen. Verhindert die Bürger von schlechten Sterben. Was Registern von Samarkand? Ich glaube, das Brandenburger Tor war nicht mal so schlecht, das uns zu holen. Raubburg, die Ikone. Eiffelturm sendet alle Radio- und TV-Sendungen in ganz Tropico und statt von den entsprechenden Stationen. Sendet alle Tourismusindexe. Boah, ist auch geil. Ich versuche mir jetzt wirklich beide zu kaufen. Wie sieht's aus mit der Forschung? Prohibition. Prohibition. Haben wir die jetzt schon? Sind sie gerade dabei? Wissensproduktion plus 1. Wir brauchen mehr Leute. Bessere Leute. Mehr Leute und mehr Deko brauchen wir auch. Einfach damit wir hier schöne Plätze schaffen. Kommen wir da hin? Ah, da kommt er wieder nicht ran. Das ist auch doof. Kommen wir da ran? Nein. Da geht es aber. Okay. Dann können wir jetzt hier nochmal wieder was machen. Nämlich wieder Deko. Es tut mir leid, dass ich jetzt die ganze Zeit mit Deko arbeiten muss. Aber wir müssen das hier ein bisschen im Griff kriegen. Und das kann ich halt nur machen, wenn wir hier wirklich alles auf schön trimmen. Und unsere Leute einfach gut drauf sind. Ist natürlich nicht die optimale Lösung, aber es geht halt nicht anders. Dienstleistungen, da können wir auch nochmal was machen. Kapelle. Und quasi hier will ich nochmal bauen. Ich mache ein bisschen schneller, falls ihr das merkt. Liegt einfach daran, wir kennen dies halt hier schon. Ne? Das ist halt so eine Sache. Busgarage.
Wo ist gerade? Können wir die hier hinpflanzen? Können wir nicht hier hinpflanzen? Können wir die hier hinpflanzen? Können wir aber hier hinpflanzen? Ja, machen wir. Ja, bauen wir da noch hin. Ja, dann bauen wir was für die Unterhaltung. Der botanische Garten wäre mega. Aber da müssen wir aufpassen. Dann bauen wir hier noch eine hin. Taverne. Und Taverne dahin. Wir müssen halt aufpassen. Hier ist unser Kohlewerk. Mal ganz kurz. So, komm. Weil da eine Kreuzung ist, kommt er nicht ran. Das ist er auch. Sehr geil. Ah, diese Prohibition, die sind wir gerade dabei zu erforschen. Ist natürlich auch so eine Sache. So, was haben wir denn noch? Plantage, Farm, Ölbohrturm wäre auch eine geile Idee. Industrie, die Konservenfabrik. Verarbeitet Ananas oder Fisch zu Konserven. Verursacht Umweltverschmutzung. Okay, Konservenfabrik. Nein, das ist mir gerade zu teuer. Kirmespier. Bibliothek, Highschool, Zeitung. Klinik. Haben wir schon eine Klinik gebaut? Ich glaube nämlich fast noch gar nicht. Bauen wir mal ruhig ein paar Kliniken auf. Okay, jetzt nicht, oder was? Ach, es fehlt an Geld, natürlich. Wie soll es auch anders sein? So. Delegation senden. Da müssen wir unseren Ruf mal erhöhen. Ich möchte Sie jetzt nicht unruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Ja, komm, das Theater nehmen wir mit. Ich brauche Ihre Hilfe, Präsident. Alles ist schiefgegangen und wir... Ja, komm. Exporthandelsroute kennen wir alles. Alles schön und gut. Wie sieht's denn hier aus? Kommt irgendwie noch gar nichts? Tabak, Tabak. Zweimal Tabak und irgendwie der Rest kommt gar nicht an hier. 140. Greifen jetzt, komm. Nein, kein regionalen Konsum. Schleppnetz. Schleppnetz. Tabak müssen wir wohl doch noch mehr anbauen, wie ich die Sache sehe. Also weitere Farmen. Plantage. Tabak. Gucken wir mal. 80%. %96. 90%. Noch mehr Tabak. 65%. Nee, das lassen wir mal. Aber die beiden lassen wir laufen. Ziehen hier durch. Ah, hier können wir nicht rangehen. Okay. Aber so. Gehen wir das hier rum? Nein, geht nicht. Ach, das wollte ich jetzt nicht. So wollte ich das haben. Abreißen. Das muss weg. Danke.
Aber dann haben wir hier die Zigarren. Dekoration. Ja, hier ist ganz übel hier hinten. Wegen den Baracken. Schlecht. Mit den Baracken ist natürlich so eine Sache. Versauen wir das ganze Inselbild. Ja, du hast Probleme. Ja, bieten wir die unter finanzielle Unterstützung. Immer ran hier mit dem ganzen Zeugs. Dekorationen. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Naja, nicht schön. Okay, die bisschen schneller. Zerhäcksler. Ja, aber alles, was Kosten senkt, gerne gesehen. Was Betäubungsparzelle erhöht die Effizienz von Anhaltsmitteln hier. Okay, warum nicht? Grünschnitzerhexer. Alles klar. Wie sieht's hier aus? Kostet natürlich jetzt einen Haufen Geld, aber. Sag mal, warum nicht? Na, dadurch geringes Grundstückwachstum erhöht die Arbeitsplätze um 10. Okay. Das haben wir. Motorsäge erhöht die Effizienz um 30 und 10 Milliwatt Strom. Okay, Strom ist das nächste, was wir vielleicht. Baumschule. Was wir als nächstes angeben sollten. Strom wäre so die nächste Maßnahme. Staatlich geprüfter Doktor. Quacksalber. Oh. Betäubung. Erhöht die Servicequalität um 10. Okay, nehmen wir mit. Nationalbank. Können wir hier noch nichts machen? Offene Türen, Einwanderungsbehörde. Fähige Arbeiter, Einwanderungsbehörde erforschen. Okay, da braucht man mehr Forschung. Einwanderungsbehörde, haben wir da irgendwie was? Ich fürchte fast nein. Kindergeld. Kirchengebühr, kostenloses Wohnen. Das nehmen wir als nächstes. Das haben wir erforscht. Vermögensteuer, Polizeiwache, Radiosender, Haus, Klinik. Erstmal die Dinger. Jetzt können wir die neue Verordnung erlassen. Prohibition. Wenn Sie die Arbeit. Ja, komm. Wir machen das. Wir müssen es auf Stufe 2 bekommen. Hilft ja nichts. Dann müssen wir zusehen, dass wir jetzt den Rest hier am Start bekommen, dass wir die mal abarbeiten. Tabak ist noch nicht da. Meeresfrüchte ist immer noch nicht da. Fisch. Vielleicht noch mehr. Noch mehr Fische und so weiter. Dann vielleicht nochmal eine zweite Dings bauen. Zweite Hafenanlage. Okay, das. Dann nochmal Nahrung. Ärgerlich, dass ich hier nicht nur einen dritten anbauen kann. Machen wir es hier hin. So, zack. Dann bauen wir noch was weiteres. Transporthafen. Okay, dann bauen wir den mal gleich mal um dann. Ah,
umbauen. Auf Anlegestelle. Das ist ja cool, echt. Dass wir das machen können. Bau fertig. Treibnetz. Upgraden. Wir brauchen die Kohle. Es tut mir leid. Transportbüro haben wir ja. Kommen wir da mit einer Straße? Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsidente. Es hat den... Keine Lust jetzt auf... Wow, auf Wahlen? Das ist gerade ein bisschen heftig. Vielleicht können wir noch eine Straße hier rüber bauen. Ich probiere es mal. Ich fürchte ja fast nein. Ah, zu lang. Schade. Hätte ja klappen können. Okay, dann haben wir das jetzt mal. Pariser schlafen nie, Sir. Und sie essen erst um 20:00 zu Abend. Okay. Zigarren. Liefern wir Zigarren. Komm, ich will hier mal ein. Forderungen abgeschlossen. Eine gute Tat, Präsidente. Zweifellos ohne jegliche Gedanken. Okay, mehr Ruf. Stellen Sie einen Immigranten mit einer Universitätsausbildung ein. Wie im Freizeit, Arbeiter, Schüler. Sie kommen mir bekannt vor. Darf ich kurz durch, bitte? Bildung, Universität, ja. Bestechen. Okay, das Jawohl. Haben wir. Die Operation ist wieder auf... Gut. ...unsere Eliteeinheit befindet. Ja, komm, wir warten. Das kennen wir alles schon. Achsenmächte, Handelsroute. Da müssen wir mal zusehen, dass wir das jetzt mal irgendwie loswerden, nicht? Aktive... Wow, 51. Eins unter Standard. Das gibt's doch echt nicht, ey. Da kommt kein Konsum. Bringt das Zeug rüber, wir müssen es verladen. Alter Falter, ey, was ist los hier? Politik. Delegation. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Ja, wir haben keine Kohle dafür. Immigrant mit Universitätsausbildung. Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade einen einstelle. Verzeihung. Oh, und was ich sehe vor allen Dingen, was noch viel schlimmer ist, wir müssen für heute Schluss machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen so lange. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben und dann geht es bald wieder weiter. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von Ich hatte wieder diesen Albtraum, Präsident. Edgaming.tv. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed. Plans for the wall have been approved. Cuban Commandant died. The UK has left the European Union. Which has caused a big crisis in Spain. They have also aligned themselves with people to test ballistic missiles.